Genau, jetzt bist du das Opfer. Wie kann man so blöd sein? Hör doch mal auf, immer Opfer zu sagen. Eine selbstbestimmte Frau auf Kosten anderer. Rechnet mit dem Schlimmsten. Ach du. Du machst deine Show, ich will nichts damit zu tun haben. Wie fake kann man sein? Ich rede nicht mit Menschen, die hier rein. Nein, tschüss. Sie hat 5 Minuten vorher Schluss gemacht und dann hat sie mit jemand anderem rumgeleckt. Alles klar, Emily. Ich sag's mal so, das wird ein Knaller. Willkommen zu Prominent getrennt 2024, Folge 1. Deine Dummheit strengt ja, an. Wenn du das wirklich, weißt du das? 8 Ex-Paare. So, ein bisschen aufgedunsen. Ein Albtraum. Eine Villa. Ist es das? Machen wir es jetzt zum Horrortrip oder zum Normal? Ich bin jetzt hier und treffe auf meinen Ex-Freund und dann noch auf meine Ex-Affäre. Hallo Sandra. Hallo Max. Bodenlose Gruppe, ne? Du bist so eine Lügnerin. Also falls wir noch nicht getrennt sind, würde ich jetzt noch mal Schluss machen. Ich liebe alles. Wir haben es gerade schon so ein bisschen gesehen, mit der Staffel ziehen auch richtig viele Ex-Beziehungen und auch Affären ein. Sandra hat mit Max und Tommy gleich 2 Ex-Partner. Tommy selber hatte was mit Melina und mit Sandra. Und mein Lieblingsfreund, der Mike Sees, war Fanat in Michelle und es ist immer noch in sein Spiegelbild. Der eigene Ex-Partner will ich hier drin triggern, dass du wieder das Arschloch bist. Das, was du hast, nehme ich dir noch weg. Ich entschuldige mich wenigstens. Ich erwarte eine Entschuldigung. Juhu. Also, neue Staffel. Und RTL hat sehr auf die Diversität der Kandidaten geachtet, ja, also in Sachen Bekanntheitsgrad. Da ist ein, sag mal, wie heißt der nochmal, über hä? Bis zu, und warum genau bekommt Mike Sees eigentlich immer noch Jobs im Fernsehen? Alles mit dabei. Ich habe einfach die Liebe meines Lebens verloren. Sag die Wahrheit hier. Mein Vater hat vieles kaputt gemacht zwischen uns. Steh dein Mann. Oder du verlierst für immer dein Gesicht. Sag doch einfach die Wahrheit, dass ihr euren eigenen Arsch retten wollt. Natürlich wollte ich euch nominieren. Wie fake kann man sein? Pack lieber deine Sachen und verpiss dich einfach. Mike, hast du was dagegen, wenn ich Michelle küsse? Für diese Frage, dafür wirst du Konsequenzen tragen. Dann war das Sommerhaus ein Gruß aus der Küche. Ich will nie wieder in meinem Leben eine Beziehung. Oh je, wir haben ja schon viel davon gehört. Und das passiert wirklich. Und deswegen auch direkt die schlechte Nachricht zu Beginn. Die Wollnys wollen diese Staffel nicht gucken. Wenn die Streit, Drohungen oder auch Handgreiflichkeiten sehen wollen, dann gucken sie sich einfach eines ihrer alten Weihnachtsspecials an. Und wirklich, ein Glück war Mike Sees beim großen Promi-Büßen. Wir sehen sie einfach jetzt schon, er ist so gelassen und vor allem auch emotional stabil wie Sandra, wenn er niemand eine Kette von Louis Vuitton schenkt. Ist das kalt. Aber das Gute ist, die, wo ein Kleidchen anhaben, die werden mal richtig frieren. What? Ist er das? Mein Name ist Michelle Mann-Marlin. Also Mike Sees ist mein Ex-Partner. Okay, reicht. Du hörst auf mich. Hör auf, mich immer zu provozieren. Hier ist dein Kämmerlein, schieß dich doch. Mein Name ist Mike Sees. Ich habe in dieser Partnerschaft nur Minus gemacht. Emotional, finanziell, bezogen, überhaupt. Mike hat ja schon blaue Lippen, weil ihm so kalt ist. Dem armen Kerl. Ja, natürlich, er muss sich erstmal jetzt hier auch an die Temperaturen gewöhnen. In der Hölle war es für ihn ja einfach konstant heiß. Oh, Achtung, gibt es jetzt wieder irgendeine Drohung wegen Teufel und sowas, was er selber von sich behauptet hat? Da bin ich ja schon mal gespannt. Wir haben so krass gekämpft und dann hat er den größten Fehler gemacht, den er hätte machen können. Und hab halt dann mit ein paar Mädels Spaß gehabt und die Mädels waren halt so intelligent und haben sie kontaktiert. Himmel, Herrgott, nochmal habe ich ihnen das Krähen erlaubt. Für mich hat sich das Fremdgehen wie tot angefühlt. Mein Gott, liebe Michelle, warum genau tust du dir das hier an? Ich finde, allein diese Sätze reichen noch komplett aus, um diesen Typen nie wieder sehen zu wollen. Und allein, wie er hier aus reiner Provokation diese Zigarre da im Pool erlischt, das wäre selbst Robert Geist zu prollig. So grundfrustriert und herablassend muss man erstmal werden. Und er will ja, dass wir uns drüber aufregen, das ist irgendwie, come on. Als Narzisst kommst du einfacher durchs Leben. Warum willst du ein Opfer sein? Ich kann das nicht mehr hören, Opfertäter. Michelle wird hier drin, sie wird hier drin wieder das Opfer sein. Ich habe an mir gearbeitet. Ich kann ganz genau Grenzen setzen. Triggerpoint. Scheißegal, was sich Michelle hier erhofft. So ein Hass gegenüber diesem Menschen. Ach du Scheiße. Bisschen kalt für das Wetter, ha? Ich finde mich gut. Hast du Tattoos gemacht? Hm. Aber warum? Weil es geil ist. Boah. So, ein bisschen aufgedunsen. Danke. Der arme Mike, er wird hier wirklich vollkommen grundlos zum Täter gemacht, nur weil er einen absoluten Kontrollzwang über seine Frau besaß und richtig üblen psychischen Druck ausgeübt hat. Also immerhin kann Michelle jetzt hier so ein bisschen kontern, was mich echt beruhigt, weil also da hatte ich echt schon so ein bisschen Panik. Deswegen hoffen wir, glaube ich, alle, dass diese Standhaftigkeit nicht so schnell vergeht wie das Botox in Mikes Stirn. Oder was es auch immer für ein Zeug ist. Warum ist diese Scheiße passiert? Wenn ich 2 Jahre lang öffentlich und auch privat immer zu Kreuze kriechen muss, du und, fragst dich selber nicht, was du dazu beigetragen hast. Eine selbstbestimmte Frau auf Kosten anderer. Ich habe
nicht die Hoffnung, dass wir wieder zusammenkommen. Ja, ich habe viel zu viel Stolz. Rechnet mit dem Schlimmsten. Was hast du denn da drauf? Warum hast du deine Nummer da drauf? Ja, dass wenn der Koffer weggeht, dass man... Da passiert. Schreibt man seinen Namen drauf und nicht seine Nummer am Natürlich. Flughafen. Wie kann man so blöd sein? Wie kann man so blöd sein? Das Ding ist ja, Michelle weiß nicht, was er in den Interviews über sie sagt. Und wenn er sie direkt sieht, ist er ganz anders. Das ist irgendwie diese ganz billige Nummer in den Interviews, einen auf hart machen. Ei, ei, ei. Das ist doch fast schon eine Kunst, oder? Auf wirklich alles so angepisst und latent aggressiv zu reagieren. Und ich finde, wir sehen allein schon an der Szene, dass Michelle in der Ehe nie irgendwas hätte richtig machen können. Außer die direkte Scheidung und ein Kontaktverbot. Ach, ich liebe das. Wenn ich dich ärgern kann. Heilige Scheiße, guck dir, wie viel Bier hier ist. Ich trinke eine Nuttenbrause und hab Bier. Warte. Da. Ich bereue, dass ich sie geheiratet habe, wirklich. Weil ich einfach fast 4 Jahre meines Lebens vergeudet habe in meinen Augen. Andere hätten sich geschämt, ja? Ja. Wenn sie das hören, ja? Viele. Ja, der ganze Kühlschrank ist voller Alkohol. Das ist aber natürlich auch kein Zufall. Das ist die Mindestempfehlung von RTL an die Zuschauer, wie viel Alkohol sie pro Folge brauchen, um den Mike zu ertragen. Also zumindest halbwegs. Wir müssen uns kurz beruhigen, es wird nämlich heute noch richtig krass. Das schaffen wir nur zusammen. Deswegen unbedingt ein Abo mit Glocke dalassen und es passiert euch nichts. Erledigt? Sehr gut. Weiter geht's. Kim Virginia. Sagt mir gar nichts. Excuse me. Mich lässt man noch nicht warten. Palim, Palim, mein Name ist Kim. Ich habe eine große Klappe, ist auch einfach viel dahinter. Das muss man auch einfach sagen. Ist manchmal vielleicht ein bisschen schlecht, aber I don't care. Mein Ex-Partner ist Emmanuel. Das Ding, was es zum Scheitern gebracht hat, die Kommunikation. Horror. Hölle. Furchtbar. Das wird nicht einfach, ich sag's euch. Da brauchst du eine fette Haut. Ich weiß nicht, ob ich heulen oder lachen soll. Ich habe zwar nicht trainiert, ich habe einen Bierbauch bekommen, aber das kriege ich noch irgendwo hin. Ja, die Freundin und den Bierbauch kriegen wir weg. Sie kann ein Häschen sein, aber sie kann auch eine richtige Ratte sein. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das Dschungelcamp-Trauma und diese 100.000 Insta-Stories danach mit 24 Tim euch die alle schon einigermaßen verdaut habe. Aber okay, wir probieren's. Bei den beiden ist das Ganze an der Kommunikation gescheitert. Könnte vielleicht einfach daran liegen, dass die Kommunikation daraus bestand, dass sie ihm über gefälschte Insta-Accounts geschrieben hat, um seine Treue zu testen. Nein, wir haben Einzelzimmer! Die körperliche Anziehung ist bei uns nie das Thema gewesen. Und das ist ja das Schlimme. Michelle hat zu mir gesagt, dass unser Sexleben wirklich das Beste ist, was sie jemals hatte. Dann war es aber in meinen Augen zu wenig. Tattoos gefallen mir nicht. Ist bescheuert. Mhm. Ich hatte dich als Ehemann. Ja! Danke, Schatz! Ja, meine Art der Emanzipation ist es, dass ich dann halt Dinge mache, die ich für richtig halte, aber weiß, dass er sie nicht gut findet. Sie will gleich am Anfang Bomben legen. Dann hast du ja das Kleid geholt. Heimlich, irgendwann mal. Damit du Bauch freiträgst. Ich merke schon, manchmal fällt dein alte Muster so, das merke ich schon. Das muss man sich einfach mal geben. Auch im Nachgang noch so über die Ex-Frau zu wettern, und zwar so weit unter der Gürtellinie. Sorry, ich finde, das ist so wahnsinnig armselig. Er weiß doch genau, was er ihr alles angetan hat. Vorschlag, wir gründen eine Petition, dass Diogo ihr den kompletten Körper voll tätowiert, damit der Mike mal richtig schön in die Luft geht. Und ich wette, RTL stiftet den zweiten Teil seiner angeblich verwehrten Gage. Die wurde nämlich einbehalten, weil er ein Video gemacht hat und über Internas gesprochen hat, also angebliche. Wissen nicht, ob das stimmt, aber man darf einfach generell über nichts sprechen. Vertragsbrüche sind halt einfach nicht so klug, aber damit kennst du dich ja ganz gut aus, lieber Mike. Stimmt irgendwas mit Bachelor, Bachelorette? Ja, holt mich jemand ab? Oh, ich sehe gleich. Aber ihr habt schon Champagner geöffnet für mich, oder? Auch schon ein bisschen Intus. Ich bin, oh, I love that. Nein. Bist du nicht dieser kleine Toxic-Dude bisschen? Ich glaube, dass er ein bisschen trotzig geworden ist. So kommt es ein bisschen rüber. So ein bisschen, okay, jetzt bin ich halt so. Dann take it or leave it. So sollen wir nicht auf die Eier gehen. Einfach abwarten, wer laut ist, ist am Ende ganz leise. Ey, es kommt einfach Sandra, ne? Wenn ich sie schon sehe auf dem Bild, könnte ich schon so... Kann es eigentlich sein, dass es von Kim und Emmanuel einfach überhaupt kein Pärchenfoto gibt und dass sie alle irgendwie nur so zusammengeschustert wurden? Geil. Wir wissen genau, auf was die Produktion hier aus ist. Lieben wir. Super, Lukas ist bei mir. Dann gönne ich mir dich und Lukas. Dann soll sie das machen und dann bin ich schon ein bisschen raus. Schon mal gut. Kim verteilt ja einfach direkt schon mal fleißig, mit wem sie Beef haben wird und an wen sie sich ranmachen wird. Andere würden sowas vielleicht berechnend nennen, aber bei Kim heißt das definitiv Vorarbeit. Willst du einen Toast? Mann, du säufst die ganze Zeit, ist doch mal ein Toast. Ja doch, ich nehme einen, aber du musst nicht schmieren. Also die waren schon ein bisschen Stock im Arsch, als ich gefragt habe, ob der ein bisschen toxic ist, ne? Also ob er es zum ersten Mal gehört hätte. Du hast da an deinem Finger Toast.
Welche Persönlichkeit hast du gerade? Ich habe 25 Persönlichkeiten und eine davon hast du geheiratet. Bist du wieder toxisch? Wenn, dann will ich Narzisst genannt werden, nicht toxisch. Ja, jetzt brüstet er sich mit der Bezeichnung Narzisst. Weißt du, Mike, wie oft kann man die Rolle des Arschlochs hier in so einer Sendung ausleben oder darstellen? Und wie oft möchte man das? Aber das bleibt jedem selber überlassen. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd für die anderen Kandidaten, aber zwischen Kim Virginia und Mike wird am Ende so um die Sendezeit gekämpft, dass die Hunger Games dagegen wirken wie das Sat.1 Frühstücksfernsehen. Und ich finde trotzdem, weiterhin bleibt die Frage, warum genau tut sich Michelle das an? Meine Vermutung, und sie hat es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, sie will sich emanzipiert und stark zeigen. Und das wünschen wir ihr auch alle, auf jeden Fall, aber dann lässt sie sich trotzdem wieder auf seine Spielchen ein. Mal gucken, aber irgendwie, finde ich, bleibt so ein fader Beigeschmack. Wie natürlich für alle Menschen, die nach Mike und seiner Zigarre da im Pool schwimmen. Ich bin Gina. Ich kenne sie nicht, die Frau. Ich kenne sie wirklich nicht. Es sind jetzt 5 Monate vergangen. Ich denke eigentlich jeden Tag noch an Emily. Sie hat auch eine dunkle Seite. Ich bin die Emily. Sie hat mich nicht betrogen, aber sie hat 5 Minuten vorher Schluss gemacht und hat dann vor meinen Augen mit jemand anderem rumgeknutscht. Hoffen wir einfach mal, dass die Zeit ganz gut wird, ne? Ich habe die Streits angezettelt, willst du sagen. Ah, jetzt kommt wieder dieses Thema. Das ist eine richtig bedenkliche Einstellung, die du hast. Und du hast eine richtig bedenkliche Art. Wenn sie im Streit ist, ist sie wie in so einem Wahn. Du darfst sogar mit mir in einem Bett schlafen. Ja, darauf freust du dich wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Prominent getrennt sehe ich definitiv als Chance, dass Gina und ich uns einfach mal aussprechen können. Was? 5 Minuten, nachdem die sich getrennt haben, hatte Gina einfach direkt schon eine neue Affäre am Start. Also immerhin natürlich 4 Minuten länger, als Gigi braucht, um eine neue Freundin zu finden. Gina kennt man. Nein. Aus Big Brother natürlich. Und Emily ist ihre Tinder-Bekanntschaft. Jawohl. Und wer kommt als nächstes mit? Der Schwippschwager von Helena Fürst mit seiner Urlaubsaffäre oder was? Lass sie ein bisschen Koffer ziehen. Hello! Trash Diva is back on track. Ja? Was? Wer? Ja? Ich weiß nicht. Gina war so verkrampft im Gesicht. Es stimmt irgendwas nicht so. Ja, weil sie sehr viel Streit sucht. Was ist denn los? Ich hasse das, wenn Menschen die Fehler einfach nicht zugeben und du kannst sie einfach nicht zugeben. Wie du mit mir umgegangen bist, teilweise zwei zu Hause. Wo bin ich? Alter, wie willst du mich hier gerade darstellen? Ich stell dich nicht da. Es ist nur du. Nee, aber du. Und dafür, dass man die beiden eigentlich wirklich null kennt, streiten sie ganz schön viel. Das Ding ist relativ klar. Mit Riesenkrawall in kurzer Zeit zu möglichst viel Bekanntheit. Wenn Nico Lega das sieht, wird er ganz schön sauer sein, dass man ihm seine Masche klaut. Du hast mich angeschrien, du bist weggegangen. Ich hab dich angeschrien, ja, willst du mich gerade nicht beleidigt? Man macht das ganz oft, wenn man sich noch mag. Hab ich gar keinen Bock drauf, ich bin da raus, danke, tschö. Können wir uns darauf einigen, dass es jetzt in 2 Wochen so gehen wird, du. Das war in der Beziehung schon so. Ja, weil du deine Fehler überhaupt gar nicht einsiehst. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Kann es sein, dass wir Kim Virginia völlig Unrecht getan haben und dass sie uns Kunst geboten hat im Dschungelcamp. Also es wirkt fast so, als hätte sie die Beziehung von Gina und Emily einfach als Theaterstück nachgespielt. Was wir auf jeden Fall eindeutig sehen, dass diese Sendung hier schon vor einiger Zeit aufgezeichnet wurde. Sehen wir an Kims Verhalten. Noch findet sie es ja super unangenehm, dass Gina und Emily kaum 2 Minuten im Haus sind und sich schon Vorwürfe an den Kopf hauen, wer für das Beziehungsende verantwortlich ist. Aber ein paar Monate später macht sie einfach im Dschungelcamp genau das Gleiche mit Mike. Oh mein Gott. Bonjour, ich bin der Tommy. Boah, sieht das gut aus. Der Armselige ist mit ihr hier. Den Tommy habe ich vor, ich glaube, ungefähr 2 Jahren bei Ex on the Beach kennengelernt. Dann kam ja die Entscheidung, dass wir zu Temptation gehen. Da ist das Ganze ja dann eskaliert. Im letzten Temptation Date hat sie im selben Bett mit dem Typ geschlafen. Vertrauen, alles weg. Vielleicht wollte er sich trennen. Das ist nie ihre Schuld. Wir hatten keinen Kontakt mehr, weil ich habe gesagt, hey, es nützt nicht mehr, ich rede nicht mehr mit dir. Genau so war er ja nach der Trennung kalt und ich kam nicht mehr an ihn ran. Wer ist das? Tommy, ich sehe das. Ja. Sandra, scheiße, Alter. Ja, das, was Sandra mit Tommy bei Temptation abgezogen hat, das war wild. Und nicht vergessen, das war die Staffel, in der Alex Petrovic Vanessa kennengelernt hat. Und wenn du halt mit Alex Petrovic zu den großen Staffelverlierern zählst, dann sollte einem das wirklich zu denken geben. Das ist im Prinzip so, wie wenn du im Gesangsunterricht genau die gleiche Note bekommst wie Jimmy Blue Ochsenknecht. Das fühlt sich nicht gut an. Ich gebe da die Hand einfach aus Mindestrespekt. So. Ja, einfach Mindestrespekt, hi, weil die Arme so, die kommt eh schon mit Tommy, der keinen Bock auf die hat. So muss die Queen jetzt mal die Lakaien begrüßen, alles klar. Sandra hat sich einmal bei Are You The One an Mike rangemacht, als ich ihn kennengelernt habe für eine Beziehung, was sie auch wusste. Und dann war ich mit jemand anderem in einer Beziehung, da hat sie es dann auch probiert. Hi Sandra! Hi. Ich muss Sandra die Hand geben? Nee. Die ist halt ein bisschen psycho unterwegs. Ich kann Mindestrespekt geben. Ja, ziemlich viele böse Sachen zu mir gesagt, über mich geredet. Lästern ist immer gut. Wie war jetzt der Zusammentreffen? So awkward, weißt du so. Ja, aber das ist ja immer mit Sandra. Du hast auch eine Freundin, ne? Wem bist du jetzt? Paulina.
tut natürlich weh, sowas zu hören, weil ich war an Tommys Seite. Ich glaube auf jeden Fall mal, dass Sandra und Kim keine besten Freundinnen mehr werden. Das Ding ist aber, sich sympathietechnisch auf einer der beiden Seiten zu schlagen, ist auch schwierig. Es stellt sich auch nicht die Frage, ob man lieber Lisha oder doch Valentina als Babysitter hätte. Also nicht so was Schlimmes passiert, einfach nur... Einer will Gossip. Ja, ich liebe Probleme. Also sie hat 5 Minuten vorher Schluss gemacht und dann hat sie mit jemand anderem, mit 2 anderen Personen rumgeleckt und ist mit jemand anderem aufs Klo. Oh, okay, das ist krass. Oh, das ist wirklich krass. Und das Ding ist, sie ist dann mit dem Typen noch Arm in Arm rausgekommen und hat gesagt, Schatz, was ist dein Problem? Du kleines Schlitzohr. Alles klar, Emily. Schau einfach defekt. Wow, am ersten Tag packst du solche Stories aus. Bereust du? Natürlich. Steh einfach dazu, mehr nicht. Ich stehe doch dazu. Ich glaube schon, dass sie damit irgendwie bezweckt, die Leute irgendwie auf ihre Seite zu ziehen. Nicht mit uns, Bitch. Ja, nichts für ungut, aber juckt irgendjemand hier diese Club-Story? Und selbst unsere trash-erprobten Leute hier vor Ort sind daran so interessiert wie Markus Söder an einem Sojaschnitzel. Alte Trash-TV-Regel, Stories, die einem wichtig sind als Darsteller, immer und immer wieder wiederholen. Ja, natürlich, damit die Produktion das irgendwann reinschneidet, sie ist gut. Ja, wo wir dabei sind, Sandra. Oh, nee, Kim. Willst du nicht mit mir quatschen? Nee, echt nicht. Kein Interesse. Du hast ziemlich viel Scheiße erzählt. Jetzt sag mir genau, was es ist. Du machst deine Show. Ich will nichts damit zu tun haben. Was denn für eine Show? Du kannst nicht sagen, dass ich irgendeine scheiß Fake-Show abziehe. Und denk dann, ich rede nicht mehr mit dir, wenn deine scheiß Fresse den ganzen Tag vor mir ist. Und ja, ich habe gesagt Fresse. Wow, ich habe es gesagt. Du willst einfach nur keine Responsibility übernehmen. Und du willst einfach nur keine Response haben, auf die du nicht klarkommst. Und am Ende des Tages wahrscheinlich heulst und in deine Mobbing-Opferrolle reingehen möchtest. Wie fake kann man sein? Also wirklich die größte Fake-Bitch, die es hier überhaupt gibt. Sich in den ersten Stunden ein Opfer aussuchen, den auswendig gelernten Text aufsagen und dann halt immer wieder auf die gleiche Person gehen, um Sendezeit zu bekommen. Tut mir leid, aber diese Show von Kim ist inzwischen so durchschaubar. Kim würde sie am liebsten sich direkt als Unterwäsche anziehen. Und natürlich wissen wir alle, Sandra ist kein Unschuldslamm. Trotzdem muss man niemanden so beleidigen. Immerhin hat Kim nach der Szene hier direkt ein Jobangebot vom DFB bekommen, so gut wie sie im Nachtreten ist. Größte den ich hier gesehen habe. Du brauchst dich nicht wundern, dass du von jedem nur drüber wirst. Alles klar, Kim. Und mit so einer Fake-Art ohne Rückgrat. Du, ich habe dich bei Instagram extra blockiert, damit ich nichts mit dir zu tun haben möchte. Und trotzdem hältst du weiterhin Kommentaren über mich, Sister. Hässliche Bitch, Alter. Das ist genau deine Art, die ich nicht mochte. Deswegen sind wir keine Freunde. Oh, komm, bin ich dumm mit diesem. Du hast mir gesagt, ich bin ein Stück Dreck. Hani, du hast auch nichts gegen Beleidigung. Nur wenn du Bock drauf hast, dann ist es in Ordnung. Ich will wirklich normal mit dir reden. Geht das? Kann man einen Stopp drücken, dass du aufhörst? Nein, kann man Laut nicht. Laut Kim mag sie die Sandra nicht, weil sich Sandra an 2 Typen rangemacht hat, mit denen gerade eigentlich Kim ja was hatte. Prinzipiell kann man so eine Wut auf jeden Fall verstehen, aber bei Kim ist anmachen halt schon, wenn Frauen es wagen, die Insta-Fotos ihres Freundes zu liken. Und ich rede nicht mit Menschen, die Menschen beleidigen. Dein Süßi. Ne? Ja. Hab gedacht. Oh. Spinner. Lass mich nicht auf das Niveau ab. Und spätestens jetzt haben Emily und Gina gemerkt, oh, wir können noch so viele Club-Stories hier erzählen. An diese Konfro-Qualität von Kim Virginia werden sie niemals rankommen. Die haben auch einfach nicht an die wichtigste Vorbereitung im Trash-TV gedacht. Die haben einfach vorher keinen Insta-Beef angezettelt. Wo hast du denn das jetzt her? Der Kühlschrank. Emanuel, mit der brauchst du gar nicht reden. Die ist dann. Deine Sache, was du mit ihr hast. Warum ich? Das ist einfach Loyalty. Ja, ich werde hier in diesem Haus hinter dir stehen. Aber dann kann ich ja wenigstens noch mal dir auch die Sachen sagen, weil sie erzählt ziemlich viele Lügen über mich. Dass du überhaupt mit mir diskutierst, zeigt schon, dass du nicht mit meinem Team bist. Das you verstehe. Don't got no loyalty. Aber noch hat Loyalität. Natürlich habe ich. Du kannst doch nicht mal aussprechen, habe ich gerade gemerkt. Was erwartest du jetzt von mir? Du checkst es nicht, du bist zu dumm. Tut mir leid. Und to be honest, er ist abhängig von mir. Ich bin kein kleines Hund. So. Ah, dieses Denglisch. Was zur Hölle? Es fehlt im Prinzip nur noch, dass Kim der Sandra vorwirft, dass sie Haarausfall hat, einen sehr, sehr kleinen und zu Hause bei der eigenen Mutter wohnt und eine Person, die eine Augenklappe trägt, beziehungsweise wirklich blind ist. Und schon wird aus Prominent getrennt hier das Dschungelcamp 2.0. Ja, ist doch alles cool, oder nicht? Ja, weil du ja die ganze Zeit ja noch abgefuckt und zickig bist, deswegen ist ja nicht alles Ich bin cool. Abgefuckt und zickig. Oh mein Gott. Gute Nacht. Du wirst gute Nacht, schlaf gut. Warum sagst du das mit so einer hohen Stimme? Warum hast du so eine Tiefe? Aber ich kann. Streng. Ja, wahrscheinlich. Ich will doch einfach nur meine Ruhe haben. Akzeptier es doch. Ich akzeptiere es doch. Du verstehst aber nicht, wo wir hier sind. Er könnte hier streiten, damit ich das sehe. Dann lass mich doch einfach in Frieden. Rede doch einfach nicht mehr mit mir. Wenn du weiterhin so eine Kindergartenscheiße abziehst, dann gehe ich. Und dann das meine ich erst. Geh doch. Zack, weiß man nicht, welche Staffel die bessere Geräuschkulisse hat. Diese Staffel werden die Kandidaten von den Streitereien von Gina und Emily wachgehalten. Ah, wobei,
Die letzte war schon deutlich schlimmer. Da mussten die ja alle hier die Songs von Ballermann-Rapper Giuliano aushalten. Ich merke einfach manchmal, guckt sie mich an und so. So. Ich werde da nicht auf ihrer Seite eingehen. Ich darf mich nicht provozieren lassen. Bevor ich hier Ohrenkrebs kriege, hören Sie jetzt auf. Schwierig wird's für mich, wenn Michelle auf mich zukommt im Bett. Ey, sorry, aber ich werde wahnsinnig. Das gibt's ja überhaupt nicht. Wenn Michelle wirklich Annäherungsversuche unternehmen sollte, sorry, aber dann ist nicht Mike, sondern dann sind wir Zuschauer und vor allem auch Michelles Psychologe am meisten provoziert. Das kann nicht wahr sein. Ich musste mich so zusammenreißen, als Michelle heute Nacht das Bein rübergelegt hat. Ich dachte mir so, ich empfehle dir heute ein bisschen Struktur zu haben. Du empfiehlst es mir. Ich muss erstmal meinen Koffer auspacken. Wen interessiert der Scheißkoffer? Du kannst mir gerne Tipps geben. Hab ich doch grad. Aber es kommt immer so befehlsmäßig rüber. Fühle ich mich dann immer so klein gemacht. Oh, ich kann es nicht mehr hören, diese Birkenstock-Dinkelnummer, Alter. Ich fühle, ich empfinde. Okay, wieder nicht auf Augenhöhe. Du akzeptierst mich 0,0, wie ich bin. Genau, jetzt bist du das Opfer. Ja, magst du die Früchte, weil... Hör doch mal auf, immer Opfer zu sagen, Alter. Schrei wieder rum wie zu Hause. Ja klar, schrei wieder rum wie zu Hause. Jetzt willst du mir wieder einen pinnen. Hör dich an. Ich bin kein Opfer in Vergangenheit. Tschüss. Das ärgert mich so krass. Aber wenn ich mich nicht komplett täusche, dann hat Mike beim Promi-Büßen gesagt, er hätte eine Anti-Aggressionstherapie besucht. Könnte man vielleicht einfach mal den Namen des Therapeuten einblenden? Nur damit da einfach nie wieder irgendjemand hingeht. Der sagt gerade, Gefühle zeigen ist so eine... Birkenstock-Dinkelnummer. So ein komplett normales Bedürfnis zieht er ins Lächerliche, weil er sich in der Rolle des starken Mannes sehen möchte. Und gleichzeitig spielt er aber die beleidigte Leberwurst. Und wenn das Selbstbild von der Realität einfach so krass abweicht, dann bist du entweder Mike Sees oder Frank Rosin, wenn er irgendeinen armen Kneipenwirt wieder hier zusammenfaltet. Und spiel hier nicht wieder die Heldin. Halt's Maul. Ich hoffe, dass du in die Höhe gehst und nicht ich. Ex-Paar, das die meisten Sprichwörter richtig vervollständigt hat, gewinnt das Spiel und ist vor der nächsten Nominierung geschützt. Solltet ihr nicht antreten oder das Spiel abbrechen, werden euch 10.000 Euro von der Gewinnsumme abgezogen. Viel Erfolg. Oh, was könnte ich mir davon alles leisten, Alter? Es wird brutal. Es wird nicht einfach. Es wird so krass. Bleib locker. Ja, ich habe Arme trainiert, deswegen ist es so einfach. Ich schwöre, ich habe wieder meine Starre. Ja, wir sind hochgefahren. Ich habe bei uns beiden gemerkt, wir sind ziemlich unsicher. Also endlich hat Michelle eine neue Schwachstelle bei Mike gefunden und somit erhöht sie sich auf ganze 2. Zum einen natürlich die Höhe und zum anderen Frauen mit eigenem Willen. Und auf einmal heißt es bei Mike wieder uns. Angst haben sie immer beide zusammen, stark ist aber nur er allein, während Michelle die Blöde ist. Ich kann's nicht. Wir probieren's wenigstens. Nein. Atme erstmal, wir lassen uns Zeit. Nein. Dann mach du das doch! Hab ich versucht, aber dann haben wir keinen Schwung! Ich finde aber nicht, dass ich gar nichts gemacht habe. Wenn wir außer Gleichgewicht geraten, wenn wir zusammenschaukeln, dann bleibe ich ja lieber kurz stehen. Wieder, es bringt doch gerade nichts. Ja, Mann, dann mach doch irgendwas. Ah, sehr gut. Vor die Säue werfen. Hoffnung vor die Säue werfen, ich weiß nicht. Alles Kinder vor die Säue werfen. Kühe vor die Säue werfen. Die ist so dumm, das ist Hammer. Perlen? So sagt man. Du musst halt auch einfach mal mitschaukeln. Ja. Ich kann's nicht. Dann warten wir. Das Warten macht's nicht besser. Mike steht komplett steif da und bewegt sich kein bisschen. Möglich, dass Michelle das ganz gut kennt. Also nach all dem, was er so gemacht hat, halte ich es für gut möglich, dass er genau so monatelang nachts vor ihrem Haus stand nach der Trennung. Also es geht um Sprichworte, Kinder vor die Säue werfen. Wer kennt's nicht? Wenn Michelle das gehört hätte, hätte sie den Mike natürlich direkt vor den nächsten Weidezaun gestoßen. Ich will eine gemeinsame Entscheidung. Wir probieren's wenigstens. Nein. Ich kann nicht. Akzeptier's jetzt. Nicht persönlich nehmen, Michelle, aber in den Spielen haben wir auch verschissen, weil kein Vertrauen da war. Wenn du sagst, ja komm, probier nochmal an, das bringt bei mir gar nichts. Ich brauche deine Entscheidung jetzt. Ich breche es jetzt ab. Guck mich doch mal an. Nein, ich breche es jetzt ab. Mach auf stark, mach deine Rolle. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Mondgesicht. Ich stehe nicht 40 dann, Minuten dann da. Dann werden doch die 10 Scheiß auf 10.000 Euro, Mann. Ich möchte runter, sag es okay. Doch einfach. Okay, wir möchten runter... Ich hätte jedes einzelne Sprichwort richtig gehabt. Hat Mike nicht irgendwann mal gesagt, es wird nicht abgebrochen. Mike hat Angst vor Höhe, nur er will das Spiel abbrechen. Und am Ende ist Michelle schuld. Das ist garantiert auch ein Grund dafür, warum die Beziehung gescheitert ist. Er hat sie schlecht behandelt, er hat sie betrogen und am Ende war auch noch Michelle an allem schuld. Also und Gefühle zeigen bei Höhenangst, das ist keine Birkenstock-Dinkelnummer, oder was? Uns zweien war nie das Geld wichtig. Sondern die Menschlichkeit. Lieber Moos in der Hand als Moos auf dem Dach. Nee, lieber Geld. Also Moos ist Geld. So, ich habe jetzt eine Fleischwunde, mehrere sogar. Und wenn es jetzt noch weiter da rumreibt, dann wird es noch in meinen Knochen reingehen und dann Feierabend. Ja, endlich. Es tut richtig weh, ne? Ich hab's nach dem 20. Mal gar nicht mitbekommen. Sag's mir nochmal, tut's weh? Ich konnte
gar nichts. Aber weißt du, wie es heißt? Ich will ja lieber Moos in der Hand haben, anstatt Geld auf dem Dach. Warum sollen die nicht viel damit von mitbekommen? Ja, ein bisschen Taktikfuchs. Du willst einfach nicht auf rüberkommen. Taktik ist genauso scheiße, rüberzukommen, wie wir sind. Wir sind scheiße und genauso können wir auch rüberkommen. Oh, die streiten. Mein Freund ist auch nicht da, die das irgendwie pustet oder ableckt. Ich dachte, ich wäre die Prinzessin, aber anscheinend nicht. Lieber Moos in der Hand als Geld auf dem Dach. Bei den Antworten sollten die Kandidaten eher froh sein, dass sie wenigstens ein bisschen Moos im Kopf haben. Also, damit da irgendwas anderes ist als Luft. Ja, endlich. Wenn man beim Völkerball abgeworfen wurde und man endlich an den Spielfeldrand gehen konnte. Also, so sehen die Sieger nicht aus. Ich will mit ihm rausgehen, dass er ein Erfolgserlebnis hat. Ich muss mir einen Vorwurf anhören, weil ich so bin. Was eine Stärke ist, als Vorwurf anhören. Das stimmt doch überhaupt nicht. Doch, so kommt Wie stellst so du mich schon wieder da? Ich stelle nicht da. Ich sage dir meine Empfindung. Wenn der Ex-Partner nicht mehr kann, dann hört man auf. Vielleicht hätten wir nur da gestanden. Dann hätten wir nicht das jetzt. Das interessiert mich das. Glaubst du nicht, ich könnte sagen, ich breche das Projekt hier ab, weil ich in meinem Leben Perspektiven habe außerhalb der verdammten TV-Welt. Ah ja, Mike hat also noch eine andere Perspektive. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er nach der Sendung die Perspektive hat, Michelles Haus zu beobachten, um zu kontrollieren, mit wem sie rein und raus geht. Wenn jemand so oft betont, dass er das alles nicht nötig hat, dann ist es in meiner Wahrnehmung einfach nur scheinheilig. Und gleichzeitig unterstellt er ja auch ihr den Geltungsdrang. Während er ja wirklich ein Statement-Video nach dem anderen raushaut, um irgendwie im Gespräch zu bleiben. Na, jetzt müssen wir überlegen, mit wem wir da jetzt... Allianz, wir brauchen Leute auf unserer Seite. Du weißt schon, dass du dich auch irgendwo immer wieder ein bisschen widersprichst, oder? Wie? Wirfst du mir aber vor, dass ich nicht genug gekämpft habe. Du hast alles gemacht, um mich zurückzukriegen? Ja, hab ich. Wer ist denn zu dir geflogen, obwohl du mich wie ein Stück Scheiße behandelt hast? Wie siehst du, wie du das drehst? Nee. Das ist unglaublich. Doch, du drehst Nein, das. Nein, ist alles nur gekommen, weil du eine andere hast. Weil in dem Moment hattest du mir so weh getan, das war mir egal. Ich hätte alles für den getan, damit wir wieder so werden wie vorher. Aber der hat es ja gar nicht zugelassen. Warum weinst du jetzt? Ach, Sandra. Tommy wollte das einfach gar nicht sehen, welche Opfer Sandra auf sich genommen hat, damit die beiden wieder zusammenkommen. Zum Beispiel hat sie ihm angeboten, dass er die Ohrringe nur von Michael Kors kaufen muss und nicht direkt die von Prada, die sie sich natürlich eigentlich von ihm gewünscht hat. Ich bin ein Riesenfreund der zweiten Chance. Es gibt aber auch Dinge, und das muss man auch so sagen, die kann man nicht im Nachhinein einfach so und ganz schnell wieder gut machen. Wenn du im Kuchenteig Eier vergisst, dann kannst du die nach dem Backen nicht irgendwie auch einfach nur oben draufhauen und alles ist gut. Das Ding ist ruiniert. Kim Virginia und Emanuel, ihr habt dies in der schnellsten Zeit geschafft. Yeah. Durch den Abbruch von Mike und Michelle verringert sich die Gewinnsumme. Nein, Mike, wirklich nein. Warum? Dass der sich da so partout auch nicht 30 Minuten zusammenreißen kann, nichts machen kann oder so. Die Fragen hätte ich alle richtig gehabt. Was machen wir jetzt bei den nächsten Spielen, wenn die Hälfte mit Höhe ist? Weil dann ist dir klar, dass wir dich raushaben wollen, ne? Dann ist das so. Dann ist die Gage immer noch mehr als das, was du kriegst. Das ist mir ehrlich gesagt Tupe, weil mit meiner Gage kann ich wahrscheinlich drei davon bedienen. Bei ihm funktioniert eigentlich fast nichts, ohne andere schlecht zu machen. Sich selbst aufzuwerten, indem man andere schlecht macht, oder wie Friedrich Merz sagt, politische Linie. Stimmt. Allerdings ist seine Gage auch nur deswegen so, weil er wahrscheinlich mit RTL vereinbart hat, dass sie seine Anwaltskosten der nächsten 6 Monate übernehmen. RTL hat dann offensichtlich erst nach der Vertragsverhandlung die Aktenschränke mit den ganzen Anzeigen erhalten. Oh toll, auch noch ein echter Teamplayer, der Mike. Ich habe ihn versucht zu überreden. Ja, ich wollte, dass er sitzen bleibt, dass wir stehen bleiben, die Augen zumachen. Der eigene Ex-Partner will ich hier drin triggern, dass du wieder das Arschloch bist. Ich habe mir ganz groß auf die Fahne geschrieben. Passieren hier gewisse Dinge, leake ich dich komplett. Sie ist eine beleidigte Leberwurst, glaube ich, heute. Möchtest du öffentlich dein Gesicht verlieren? Soll ich die Michelle zeigen, die ich kennengelernt habe? Aber sie kann das immer alles. Alles. Im Sommerhaus. Alles. Weißt du? Ja, und dann sagt er, ich bin halt die, die alles kann und kenne ich alles schon. Findet das auch gut, dass er gegen Anfang noch nicht so als Konkurrent rüberkommt? Ich glaube, der geht da schon relativ taktisch ran. Wenn Mike vor einer Sache keine Angst haben muss, dann, dass Michelle ihn irgendwie als Arsch dargestellt hat. Das schafft er schon seit seiner ersten Fernsehsekunde ganz alleine richtig gut. Da soll er doch alles Mögliche erzählen. Und ich glaube, auch das Gegenteil ist der Fall. Mit immer mehr Drohungen macht er sich doch einfach noch mehr zum Würstchen. Und so ein bisschen ist das Gefühl, ja, jede weitere Sendeminute für ihn ist wie Kinder vor die Säue. Wer hat denn entschieden, so, okay, lass uns jetzt trennen? Das Sommerhaus hat uns einfach nochmal gezeigt, Alter, ihr habt wirklich Themen. Ich bin unsere WhatsApp durchgegangen, wir haben Abmachungen gehabt. Und dann ist mir eingefallen, ich kann mich auf sie nicht verlassen. Das heißt, ich kann ihr nicht vertrauen. Ich habe gesehen, wie sie im Internet
nicht ein Foto von mir geliked hat oder kommentiert hat. Aber ich sollte jedes Foto sofort kommentieren und liken von ihr. Also das Ding, was du gerade sagst, dass du machen sollst, aber sie macht es nicht. Ja. Selbst? Ja. Das habe ich auch bei Sandra. Auf dem Weg hierher nach Südafrika, ich habe 20 Menschen kennengelernt. Diese 20 Menschen würde ich mehr vertrauen als Michelle. Ja, natürlich hat Michelle nicht alle Posts von ihm bei Insta geliked oder kommentiert. Vermutlich war sie einfach viel zu sehr damit beschäftigt, sämtliche Kassenbons und Parktickets zu sammeln, damit Mike auch schön kontrollieren kann, was sie den ganzen Tag über so gemacht hat. Tommy, ey, Mike mit der ganzen Nummer hier, wenn auch nur indirekt zu bestätigen. Oh, ich glaube halt, dass er sich damit noch weiter in die Opferrolle drängt. Ich werde mich nie wieder zurücknehmen. Ja. Und er erwartet zu 100% Loyalität, dass du nach seinem Game gehst. Weiß er ganz genau, wie er, oder wusste es, wie er mich da so wieder kriegt. Aber das schafft er nicht, weil das macht ihn ja auch wütend. Was ist die illoyale Aktion? Einmal ich das gesagt habe, was ich gesagt habe, hier in der Gruppe. Er dachte jetzt, das kommt so vor, als würde ich nicht 100% hinter ihm stehen. Sie hat mich angelogen, richtig krass. Sie sagte zu ihrem Ex, sie hat um 16 Uhr Feierabend und zu mir sagte sie um 18 Uhr. Warum ich hier sitze? Michelle braucht das Geld. Was ist denn das jetzt für eine dumme Story mit der Uhrzeit? So, hä? Jetzt mal ganz ehrlich, Mike will Michelle leaken, aber das Schlimmste, was sie gemacht hat, ist irgendwie, dass sie, keine Ahnung, nicht jeden Post bei Insta geliked hat, während er sie einfach komplett klein gehalten hat und am Ende ja sogar noch betrogen hat. Man kann eigentlich nur jeder Frau aus dieser Welt wünschen, dass er für sich beschließt, für immer Single zu bleiben. 3 Jahre für den Arsch, Mann. Das habe ich Zeit in meinem Leben verloren. Dankeschön, gleichfalls. Bleib bei dir, Mike, hier. Nicht einbrechen. So, und warum bitte muss sie auch nur in irgendeiner Art und Weise ihm gegenüber loyal sein? Sorry, aber muss man einem ausgedrückten Pickel gegenüber loyal sein und immer einen Platz im Gesicht für ihn freihalten, falls er wiederkommen möchte? Nein! Ich hab mir 5 Feine und bevor ich reinkommen. Ich wünsche euch viel Glück, weil ihr werdet es brauchen. Bin ich doch nicht so doof, wie ich immer aussehe. Der One and Only, das bin ich hier. Er ist ein Hampelmann und er wird ein Hampelmann bleiben. Eine bodenlose Gruppe, ne? Nächste Woche zieht also Sanitärfachexperte Nico Legert ein. Können sich die anderen schon mal auf glitschige Bartfliesen freuen? Und das sogar, bevor Mike sein Spiegelbild gesehen hat. Ich glaube ganz fest, das können wir nur zusammen aushalten. Ihr müsst meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wenn euch mein Video gefallen hat, ich würde mich so freuen, wenn ihr das liked und wenn ihr es mit jemandem teilt, wo er sagt, ey, wird der auch gefallen. Danke euch. Die ganze Folge gibt es bei RTL Plus. Link ist in der Beschreibung. Ich bin so gespannt, was ihr zu Folge 1 sagt. Haut in die Tasten, freue mich sehr. Wenn die Folge 2 da ist, verlinke ich sie euch hier. Und bis dahin gibt's hier Schwiegertochter gesucht. Allein diese Internetradio-Show hier ist von einem anderen Stern. Und bei Make Love, Fake Love verliebt sich ein Vergebener gerade in Antonia. Oder was ist da los? Das heißt, wir sehen uns gleich hier.